Partie auf dem TV-Tisch. Valerie Kulojans und Daniel Gelfort. Ersten Break. Oh, der Valerie hier mit einer schönen Möglichkeit. Ball in Hand. Schöner Banker, aber die Stellung 4 dann doch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Nächste Begegnung an Tisch 3, Wagner Mirić. Oh, da kommt das Safe auf die 4. Gutes Tempo. Vier getroffen, Foul vermieden. Nächste Begegnung an Tisch 1, Braun Leben. Nee, der Stecher auf die 4 geht nicht. Aber kein Schaden liegen geblieben. Das war noch eine Aufgabe für den Daniel Gelfort. Safe-Versuch hinter 8. Schönes Tempo. Hat geklappt. Da kommt der Bogen. Ich würde sagen, der war gut. Läuft zum Resave. Bisschen glücklich natürlich. Daniel wieder mit einer Aufgabe.
Das war dann doch ein Foul. Der Valerie mit Ball in Hand. Und der Christian Brehner wird mich jetzt ablösen. Ich übergebe dann mal und melde mich später wieder. Hallo zusammen. Wir haben jetzt mal den Kommentator geswitcht. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Brehme, nee, Christian Brehme. Hi. Weiß auch gar nicht, wie viele Leute hier zuschauen, aber auf jeden Fall, wenn ihr hier wärt, erstmal ein mega Eindruck hier in der Halle. Echt super. Richtig viele Zuschauer da hinten auf den Tribünen und top, wirklich, kann man nicht sagen. So, hier die Partie, der Valerie Kulujans gegen den, ich glaube, der gute Mann heißt Geldorf. Valerie spielt ja dieses Jahr in der ersten Bundesliga für den BSV Dachau. Was unter anderem auch kürzlich unsere Gegner waren. Lief leider nicht so gut für uns. Spiel beim BSV Kupferz, für die das noch nicht wissen. Leider haben wir 5-3 verloren gegen die Jungs aus Dachau. War denkbar knapp. Und jetzt hier mal den Herrn Geldorf in Action. Ich habe ja selber noch nicht auf den Tischen gespielt. Sehen aktuell mal so aus, als wären die ziemlich schnell. Aber muss ja nicht vom Nachteil gekrönt sein. Finde ich ja gut. Schnelle Tische sind auf jeden Fall immer besser. Hat sich hier ein bisschen verstellt. War jetzt auch nicht klar, ob ihr tatsächlich Mitte spielen wollt oder doch ins Eckloch. Weise unweigerlich auf die 9 abtropfen. Ist dann natürlich die Frage, wie sie dann wohl liegen bleibt. Oh, kleine Hafenrundfahrt. Aber machbar. Der gute Mann ist hinten, den muss er machen. Ja, ziemlich trocken. Dürfte jetzt hier 1-1 stehen. In der Partie Geldorf gegen Kulujans. So, hier wieder mit der Breakbox. Schön die Weise kontrolliert, über den ganzen Tisch geschickt. Hallo, was gibt's? Aber ich habe
Ja, hart. Der Tisch an sich, so wie es liegt, wäre jetzt nicht, wäre es absolut machbar gewesen. Aber der Einsteiger. So, mal schauen, was der Valerie draus macht. Ich kenne den Valerie eigentlich als Schießer. Wird er sich wohl nicht nehmen lassen. Vor allem, weil ich auch denke, dass hier ziemlich viel fällt, da die Tische ja frisch bezogen sind, neues Material, verzeihen ja auch viel. Selbst wenn mal die Kante mit dabei ist. So, hier auch wieder, ja, ich sag mal, leicht verstellt. Im Grunde die 5 machbar, fraglich. Nächste Begegnung an Tisch 7, Schulz, Schöpf. Na, schau mal einer an. Ja, aber lag dann doch eher die Konzentration auf der Stellung, die eigentlich geglückt ist, aber... verschossen. Ja, ich bin hier mit Dennis Waldecker angereist. Wir wollten eigentlich hier die 15 Uhr Gruppe spielen. Sind da auch drin. Allerdings haben wir uns so ein bisschen abgehetzt. Hier schön mal eine Hafenrundfahrt übers Messegelände gemacht, weil es tatsächlich ein bisschen schwer zu finden war. Ja, direkt nach 30 Minuten haben wir dann einen Parkplatz gefunden und sind dann erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Aber wir haben es dann doch gefunden, um jetzt freudig zu erfahren, dass wir erstmal noch 2 Stunden warten können, bis wir spielen. Hier leichte Zeitverzögerung von Minimum wohl 2 Stunden. Aber macht ja nichts. Solange noch hell ist, ist alles gut. So, aktueller Spielstand 2-1 für Kulojans. Hier am Break. Nicht gefallen. Nächste Begegnung an Tisch 2, Hasrati Erichs. Die 1 in welche Richtung schießt? Richtung Loch. Also, was mal auf jeden Fall gegeben ist hier in der Halle ist, wenn hier eine Durchsage kommt, kriegt das wirklich jeder mit. Komplett. Also ist nicht leise, aber gerade gut. Top. Gefällt mir. Echt sehr gute Atmosphäre hier. Bisschen wie Einkaufszentrum. Beim Jump. Jetzt 2-2.
2:1 für den Valerie. Das wäre ein wichtiger Punkt. Sauber gelöst. Ich sehe jetzt noch das Problem hier von 5 auf 6, da die 7 auch den Weg da so ein bisschen verdeckt. Für eine optimale Stellung muss er tatsächlich ein bisschen laufen lassen. Hat er sich auch gerade eben kurz angeschaut. Wird er schon einen Plan verfolgen? Davon gehe ich mal aus. Oh, die läuft weit. Weit läuft die. Ja, vorhin angesprochen, wirklich schnelle Tische. Ja, liegt eigentlich zum Safe. Die würde ich jetzt nicht mehr versuchen zu lochen. Genau. Top, hinter die 6. Gut. Gut ausgestiegen. Wenn er schon nicht weiterspielen konnte. Nächste Begegnung auf Tisch 4, Schaber Jentsch. Ja, da ist das Mittelloch wohl im Weg, ne? Locht er die lang, läuft die Weiße so unweigerlich Richtung Mittelloch. Lässt sich auch nicht viel machen, sich wahrscheinlich wieder für eine Sicherheit entscheiden. Oh Mann, ich bin mich ganz sicher, ich glaube, die wollte doch tatsächlich lochen. Ein bisschen Fortuna gehabt hier. Ah, kommt da durch. So, mal gucken, ob das hier bei der gegnerischen Front im Jump ein bisschen besser klappt. Oh, das sieht man doch nicht so häufig. Mit dem ganzen Köln-Jumpen, das ist, finde ich, immer sau interessant. Ist die Kontrolle ja eigentlich auch eine bessere? Wie ich finde. Ich vermute mal, so wie er den getroffen hat, hätte den glaube ich auch nicht jumpen müssen. So, die Nummer jetzt eigentlich im Austausch, ne? Die 5 runter an die Bande, da wo die Weiße jetzt liegt, die Weiße oben lassen. Hat er aktuell auch probiert. Ja.
Langer Ball. Aber machbar. Nur die Stellung wieder ungewiss. Das war wohl nicht so ein Lucky Punch. Eigentlich die 5 schön gelocht. War auch auf jeden Fall die richtige Idee. Mit dem Fehl zu spielen, dass die Weiße rüber an die Bande läuft. So hat er sich den auch vorgestellt. Ja, da hat die 9 was dagegen gehabt. Ja, diesmal liegt's offen. So, das Spiel zum Anschluss. Verkürzte hier auf 2-2. Ah, mal schön ein bisschen touchiert. Sieht man übrigens auch nicht oft Billardspieler mit so einer normalen Brille, stelle ich mir sehr schwer vor. Also ich habe selber eine kleine Sehschwäche. Ich trage aber Kontaktlinsen. Da kennt man ja von damals noch diese Überbrillen, ja, die über das halbe Gesicht gehen, wie damals dieser Snookerspieler, der Mike Hansen, auch getragen hat. Nicht unbedingt schön anzusehen, aber wahrscheinlich nützlich. Ja, das stelle ich mir doch hier jetzt ziemlich schwer vor. Mit so einer Brille muss ja der Kopf sehr aufrecht halten eigentlich, ne? Um da noch durch die Brille zu schauen. Das ist jetzt nur mein Empfinden. Er scheint mit zurechtzukommen. So, hier ein Push-Out-Spiel. Im 5. Match, 2-2. Ja, wenn ich mich hier so umsehe im Saal mit den 8 Tischen und da die Akteure so, wenn man einen kleinen Überblick verschafft, dann sind doch einige, viele gute Billardspieler dieser Nummer gefolgt, hier die Möglichkeit zu haben, in der Messe zu spielen vor so vielen Zuschauern, was ja wirklich eine super, super Sache ist, wirklich ganz tolle Arbeit. Ja, hier aktuell in der 11 Uhr Gruppe, die ja immer noch zugange ist. Unter anderem auch Helmut Heck, Florian Hammer, da drüben spielt Dominik Jentsch gegen den Herrn Schaber.
Dann haben wir hier noch Bernd Janke, Danilo Radunovic, Christoph Kugel, ja. Olli ist auch da. Oliver Ortmann, der gerade an mir vorbeiläuft, wartet auch auf die 15 Uhr Gruppe. Die auch nicht schwächer besetzt ist. Aber das könnt ihr alles im Internet nachlesen. So, hier. Fünftes Spiel für den Valerie. 3-2. Das ist schon keine einfache Nummer da mit dieser Breakbox. Ich meine, ob Folio oder nicht, aber das Break ist keine hundertprozentige Nummer mehr. Wie das Break von außen. Wo der Flügelball fast auf sicher fällt. Selbst wenn ein dreibeiniger Stuhl breakt. Ja, festgespielt. So, den muss er jetzt auch halten. So wirklich soft spielen. Aha, oder er lässt ihn an der 9 abtropfen. Stecher. Schön. Sehr schön. Der war doch jetzt mal richtig gut dosiert. Top. Ja. Bleibt praktisch eigentlich der Stoppball und dann die 7 ins Mittelloch. Weiße hoch zu 8. Richtig guter Ball. Ja, übrigens auch im Hintergrund die Hochkaräter hier. Da sieht man diesen butterweichen Rückläufer. Ne? Christoph Greter steht gerade neben mir. Wer ist der Kollege, der gerade die 9 reingeschossen hat? Das, der heißt Gelford, glaube ich. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ist mir auch ein bisschen peinlich, aber der Herr heißt Gelford. So, hier das 3-3, meine Damen und Herren. Ja, ist auch nicht einfach mit dieser Breakbox hier, weil hier gerade so... Also beim Herr Kreter scheint das Break unheimlich gut zu laufen, wie er gerade doch
Aber der Rest nicht. Na dann. Immerhin. Oh, da sehen wir hier ein schönes Save von Valerie. Oh, pardon. Steht gar nicht 3-3. Steht 3-2 für den Valerie. Habe ich nie aufgepasst. Ja, hier oben wieder am Bildschirmrand zu erkennen, das noch verbleibende Problem der 6 und der 7. Aber dass sich unweigerlich damit beschäftigen müssen. Ja, der Plan wäre natürlich, diese Nummer mit der 5 zu lösen irgendwie. Das schaut er sich jetzt auch an. Allerdings wird er da per Zugball drauf gehen müssen. Kann er nicht mehr hochspielen, wird er wohl tief spielen. So, an die Bande und dann im perfektesten Fall ein bisschen Effet und dann auf die 7, um diese 6 frei zu machen. Eigentlich sensationell, aber hier im TV sieht die 6 eigentlich noch relativ einfach aus, aber live ist der Ball ultra dünn. Ultra dünn. Aber gut, dennoch machbar. Ja, wunderbar. Schön. So, Valerie hier serviert zum 4 zu 2. Verkaufsoffenen Samstage. Eine nette Werbeeinblendung, während der Valerie wieder gebreakt hat und die Weiße vom Tisch verschwunden ist, wie ihr unschwer erkennen könnt. Komme ich gerade hier aus der Regie den Wink. Soll mein Dankeschön loswerden an den Mike Halmer von Halmer Tools, der hier ganz kurzfristig in die Bresche gesprungen ist, um die Plexi-Brücken
für die Verlängerung hier für das Turnier noch pünktlich zugeschickt hat. Ein recht herzliches Dankeschön. Mike Halmer, Halmer Tools. Fehler von Valerie. Nicht ganz unglücklich liegen geblieben. Hier der Bankversuch sehr offensiv, wenn man bedenkt, dass der Valerie noch einen Punkt braucht. Nächste Begegnung an Tisch 8, Kugel Memedi. Hat die aber auch Glück gehabt, mein lieber Mann. Leicht so zum Bogen ansetzen. Und 2A, er geht denn tatsächlich so ein bisschen auch. Ja, da hat er sich, glaube ich, nicht entschieden, ob er denn jetzt eine Bande versucht oder ob er sich lieber für den Safe entscheiden sollte. Und oftmals, wenn man sich für beides entscheidet, geht es auf jeden Fall immer schief. Fehler. Der wäre jetzt wichtig gewesen, um auch hier nochmal ein bisschen Druck aufzubauen auf den Valerie. Ja, er braucht nur noch diese 6 Bälle. Ich prognostiziere jetzt mal, dass der Valerie sich das nicht mehr nehmen lässt und hier zum Matchgewinn serviert. Zum 5:2. Oh, straft mich Lügen. Er straft mich Lügen. Wahnsinn. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Wohlfühlposition. Hier so schön hinter der 6 geparkt. Hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Nochmal hier deutliches Kopfkratzen und Nasejucken. Ach, immer wichtig, um zu unterstreichen, dass er sich da jetzt nicht so wohl fühlt bei. Oh, jetzt über 2 Vorbanden. 1:2. Und daneben. Mein lieber Mann. So, ich glaube, das sollte dann jetzt nochmal hier für den Herrn Gelfort eine Chance sein, die er jetzt absolut nutzen muss. Sonst ist rum. Dachte ich allerdings auch schon vor 2 Aufnahmen. Ja, ist jetzt auch ein bisschen weit gelaufen. Ich habe selber noch nicht auf den Tischen gespielt, also optisch sehen sie auf jeden Fall schnell aus, aber wenn man dann doch mal so 100 Stöße gemacht hat, dann sollte man sich doch langsam merken können, dass der Tisch schnell ist. Um jetzt hier nicht unbedingt mal Kritik anzubringen, aber eigentlich
wäre das nochmal eine Maßnahme. Hier ist sau offensiv. Wahnsinn. Ja. Nein. Keine einfache Nummer. Der Weg wäre automatisch von der Weißen, da muss er nicht viel machen, der muss die einfach nur ordentlich hoch reinhämmern. Ja. Hat er sehr dick ins Loch gespielt. Deswegen auch der Tusch von der 9. Zwei Bälle zum Matchgewinn. Für den Valerie mit dem zu kurzen Trikot. Top. Matchball. Bam. Herzlichen Glückwunsch. Valerie gewinnt den Herr Gelfort. Nächste Partie übrigens hier. Lars Kukerm gegen Marlin Köhler. Auch ein interessantes Match. Vielleicht auch wieder mit mir als Kommentator. Schauen wir mal. Bis später.